Cincinnati kid. Aus dem Studio 4 des Hessischen Rundfunks überträgt nun das Deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen Lottoblock für die 26. Ausspielung. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt. Siebenunddreißig, vierzig. 33. 46. 47. 9. 9. Die Zusatzzahl heißt 1. 9, 33, 37, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50. und die Zusatzzahl 1. Und nun die Gewinnzahl der Landeslotterien im Spiel 77. Sie lautet 8, 7, 7, 7, 2, 5, 9. Ich wiederhole, 8, 7, 7, 7, 2, 5, 9. Diese Angabe erfolgt ohne Gewähr. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, am nächsten Samstag. Wir schalten um zur Tagesschau nach Hamburg.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dem großen Zapfenstreich wird zur Stunde in Bonn Bundespräsident Scheel zum Abschluss seiner Amtszeit geehrt. Noch am Abend wird Scheel die Villa Hammerschmidt verlassen und nach Köln, seinem künftigen Wohnsitz, fahren. Vom Abschied berichtet Klaus Altmann. Der große Zapfenstreich hat vor wenigen Minuten hier vor der Villa Hammerschmidt in Bonn begonnen. Bundespräsident Walter Scheel nimmt Abschied von seinem Amt. Neben ihm der Verteidigungsminister Hans Apel, auch der Generalinspekteur der Bundeswehr Jürgen Brandt ist mit angetreten, denn dieser Abschied findet mit militärischen Ehren statt. Der große Zapfenstreich war einmal das Abendsignal für die Soldaten zum Sammeln. In der Kaserne heute ist er die höchste Ehrung, die die Bundeswehr dem Staatsoberhaupt darbringen kann. Zu Beginn hatte der Bundespräsident eine Ehrenurkunde erhalten, überreicht vom Kommandeur des Wachbataillons, Oberstleutnant Michael Walter, die ihn an diese Ehrung erinnern soll. Dieses hier ist die sogenannte Serenade, mit der jeder Zapfenstreich beginnt. Sie besteht aus 4 Märschen für das Staatsoberhaupt und Walter Scheel hat sich dazu diesen Prinz-Eugen-Marsch ausgewählt, entstanden auf der Schanze von Hochstädt von einem Brandenburger Offizier, eine international bekannter Marsch. Als zweites hat er sich gewünscht, die Gedanken sind frei, das Lied der Liberalen aus der Revolution von 1848. Auch Lützows wilde, verwegene Jagd hat historische Anklänge. Und zum Schluss eine Verbeugung an die Bundeshauptstadt, der Präsentiermarsch des Bonner Husarenregiments. Scheels Vorgänger im Amt, Gustav Heinemann, hatte auf diese Ehrung verzichtet. Aber für Walter Scheel sind solche traditionellen Formen kein übliches Spektakel, sondern notwendig zur Selbstdarstellung des Staates. Die Zeremonie wird jetzt noch eine halbe Stunde weitergehen hier im Park unter den Fackeln der Soldaten des Wachbataillons. Wir geben zurück nach Hamburg. Karl Carstens, am 23. Mai zum neuen Bundespräsidenten gewählt, wird sein Amt als 5. Staatsoberhaupt der Bundesrepublik morgen antreten. Den Eid leistet er am Vormittag während einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat in Bonn. Carstens und sein Vorgänger Scheel wollen in Ansprachen die Auffassung von der Arbeit des Bundespräsidenten und die Erfahrung im Amt erläutern. Der am Dienstag verstorbene saarländische Ministerpräsident Franz Josef Röder ist heute beigesetzt worden. Bei der Trauerfeier würdigten führende Politiker Röders Verdienste um die Wiedereingliederung des Saarlandes sowie seine Bemühungen für die Verabschiedung der Polenverträge. Die Erfolge dieses Mannes können auch die politischen Gegner nicht bestreiten, sagte der amtierende saarländische Ministerpräsident Klump. An dem Staatsakt in der Saarbrücker Kongresshalle nahmen der heute aus dem Amt scheidende Bundespräsident Scheel, sein Nachfolger Carstens und Politiker aus allen Bundesländern teil. Bundesratspräsident Stobbe würdigte die Verdienste Röders um die europäische Verständigung. Er hatte das verbindende Verständnis dafür, dass auch der Mensch jenseits der Grenze seine Heimat bewahrt wissen will, ohne deshalb Feind zu sein. Aus dieser Gesinnung heraus, die eine schlicht europäische Gesinnung war, hat er das Saarland zu einer deutsch-französischen Begegnungsstätte gemacht und damit Impulse gegeben, die den schwierigen Prozess der europäischen Einigung förderten. Auf Ablehnung stießen heute Überlegungen des SPD-Bundesgeschäftsführers Barr, wie auf die in Ostberlin beschlossene Direktwahl der Volkskammerabgeordneten zu reagieren sei. Sowohl der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten Wehner als auch der deutschlandpolitische Sprecher der CDU-CSU von Wrangel verwarfen die Anregung Barrs, im Gegenzug den Westberliner Bundestagsabgeordneten das volle Stimmrecht in Bonn zu geben. Von Wrangel meinte, dies würde die Sowjets zu weiteren Provokationen veranlassen. Wehner betonte, auf die Maßnahme Ostberlins müsse so reagiert werden, dass die Grundlage des Vier-Mächte-Abkommens nicht angetastet werde. In Spanien dauerte die Serie von Anschlägen auf Fremdenverkehrszentren an der Costa del Sol auch heute an. Bei einer Bombenexplosion in Marbella wurde ein belgisches Touristenpaar schwer verletzt.
Mit dem Attentat wollte die baskische Separatistenorganisation ETA Hafterleichterungen bzw. die Freilassung von Gesinnungsgenossen durchsetzen. Die von vielen westlichen Staaten geforderte internationale Konferenz zur Lösung des Flüchtlingsproblems in Indochina wird nach Angaben von UN-Generalsekretär Waldheim am 20. und 21. Juli in Genf stattfinden. Waldheim will zu der Konferenz auf Ministerebene rund 60 Staaten, darunter Vietnam und andere direkt betroffene Länder Südostasiens, einladen. Zahlreiche nationale und internationale Meisterschaften, meine Damen und Herren, stehen in diesem Wochenende im Blickpunkt. Am ersten Tag der 66. Deutschen Rudermeisterschaften auf der Olympiaanlage in Oberschleißheim gewann der Hamburger Peter Michael Kolbe seinen vierten Titel im Einerrennen. Zweiter mit 2,5 Sekunden Rückstand wurde der Berliner Medizinstudent Helmut Krause. Trotz einer 0:1 Niederlage bei Hertha Zehlendorf wurde der ESV Ingolstadt deutscher Fußballmeister der Amateure. Der Meister der Bayernliga und Aufsteiger in die zweite Liga hatte das erste Finalspiel gegen die Berliner mit 4:1 gewonnen. Im Berliner Olympiastadion werden an diesem Wochenende die deutschen Meisterschaften der Dressur und Springreiter ausgetragen. Vom zweiten Tag berichtet Hans-Heinrich Isenbart. Im Stechen in der zweiten Wertungsprüfung um die deutsche Meisterschaft der Springreiter zweimal Gerd Wildfang und einmal Peter Luther mit Livius. Der Titelverteidiger Sönke Sönksen ist auf dem vierten Platz gelandet. Paul Schockemöhle, in dem man den großen Favoriten sah, ist durch...